Hallo und herzlich willkommen zu meinem News-Video im Februar. Ich mag dieses Format ganz gerne. Ich habe heute so ein paar Sachen, die ich mit euch teilen möchte. Und ihr solltet bis zum Schluss dranbleiben, weil da gibt es was zu gewinnen heute. Zum einen steht ja unser Urlaub jetzt wirklich in den Startlöchern. Wir zählen die Wochen, wir sind schon super, super aufgeregt. Und ich bin immer noch dabei, so viele kleine Dinge zu besorgen. Ich habe super geniale Sachen für den Flieger. Super genial. Da werde ich aber, wenn euch das interessiert, so ein extra Video, hatte ich gedacht, drehen, was dann im März online kommt, wo ich euch zeige, was ich speziell auch für den Flieger gekauft habe, mitnehme, um die Kinder da zu beschäftigen, weil wir halt wirklich 5 Stunden unterwegs sein werden. Und ansonsten habe ich natürlich ganz viele Sommerklamotten geshoppt und wir sind auch alle unglaublich froh, bald für eine Woche mal wieder ganz luftig lockere Sommersachen anziehen zu können und viel Sonne zu tanken. Also wir freuen uns alle mega drauf. Mega, 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 mega. Ansonsten, was ja dann auch im März ist, ist Sveas Geburtstag. Und damit tue ich mich unglaublich schwer und ich hoffe jetzt auf euch. Denn ich werde natürlich jetzt mittlerweile schon gefragt, ja, was möchtest du denn für Svea zum Geburtstag haben? Was wünscht sich Svea denn? Svea wünscht sich ja prinzipiell leider noch nichts. Das ist nun wieder das Schöne, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Vince hat jetzt das Alter erreicht, wo er sich wirklich Dinge wünscht, wo ich auch weiß, okay, der spielt dann damit, der möchte das unbedingt haben und ich achte auch schon darauf, dass er diesen Wunsch dann mehrmals äußert, nicht nur einmalig. Und von daher weiß ich für den schon ganz genau, was er zu Ostern, zum Geburtstag und zu Weihnachten dieses Jahr bekommt. Und bei Svea habe ich halt echt so 0-0-0 Plan. Weil vom Prinzip her braucht sie nichts. Also es ist genügend Spielzeug und so da, sie braucht an sich nichts. Natürlich möchte man ihr aber auch was schenken, aber halt auch irgendwas Sinnvolles. Und ich bin echt, ich habe 0 Plan, wirklich gar nicht. Was ich mal so im Kopf hatte, war diese Knete. Jetzt fehlt mir schon wieder der Name. Vielleicht fällt er mir beim Erzählen noch ein. Also diese Knete, wo man halt auch alle möglichen Maschinen und Gedöns dazu bekommt. Wo ich da dann schon wieder bin, also manches finde ich total sinnlos, muss ich nicht haben. Irgendwie habe ich in der Werbung gesehen, irgendwie wie eine Art kleinen Ofen. Das schiebt man dann da rein und dann macht das Pling. Also sowas ist für mich Quatsch. Aber zum Beispiel, es gibt da wie so ein, muss man halt so einen Hebel drücken und dann kommt das in irgendwelchen anderen Formen dann da wieder raus. Wisst ihr, welche Knete ich meine? Na, vielleicht fällt es mir noch ein. Also jedenfalls, diese spezielle Knete hatte ich überlegt, weil beide Kinder halt gerne kneten. Und hatte ich halt gedacht, in diese Richtung eventuell zu gehen. Aber das ist auch das Einzige, was ich habe. Ansonsten wünsche ich mir ein Steckenpferd. Darum kümmert sich meine Mama, die macht eins selber, ein Steckenpferd fürs Svea, weil ich wollte gern irgendwie was Pferdeartiges für sie. Und ich fand, für ein Schaukelpferd war sie schon zu klein. Für diese Rutschpferde, die dann sich durch die Wohnung bewegen, haben wir zu wenig Platz und für draußen ist es mir irgendwie nichts. Und genau, da war ich jetzt so auf einem Steckenpferd dann hängen geblieben. Ansonsten, Puppenwagen hat sie schon, Puppen hat sie auch. Ich denke aber, dass sie so für Puppenbett und so eine richtige Puppe und Klamotten und so noch ein bisschen klein ist. Sie wird ja erst 2 und ich bin echt so ein bisschen planlos. Was ich noch cool fände, wäre irgendwas Cooles für die Badewanne, irgendwie neues Badewannenspielzeug. Da habe ich jetzt aber noch nichts Schönes gefunden. Ich hatte erst was bei Amazon und dann waren die Bewertungen so schlecht und habe ich mich irgendwie nicht mehr damit beschäftigt. Also hier an dieser Stelle, bitte, 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 wenn ihr coole Ideen habt für Zweijährige, schreibt mir die unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr wisst, eure Kinder spielen gern damit, Kinder von euren Freunden oder irgendwas, bitte, bitte, bitte schreibt mir das. Ich bin echt so mega krass planlos. Ansonsten, wer mir auf Instagram folgt, der weiß schon, dass ich mir jetzt einen Thermomix bestellt habe. Ich war, also Thermomix ist schon lange, lange, lange ein Thema. Und dann hatte eine Freundin von mir, hat sich einen zu Weihnachten geschenkt und hat danach auch eine Party gemacht und da war ich. Und die hatten gerade ein echt gutes, gutes, gutes Angebot und dann habe ich zugeschlagen. Thermomix weiß ich auch, dass das so ein bisschen auseinandergeht, kann ich absolut nachvollziehen. Die Punkte, die mich überzeugt haben, waren an allererster Stelle war der Milchreis. Ich liebe Milchreis und den gibt es einfach bei uns super selten, weil du halt immer dastehen musst und rühren musst. Also bei mir kocht entweder die Milch über oder es backt dann unten an, weil meine Kochsituation sieht meistens so aus, dass, ja, es ist halt so, wenn ich in der Küche sind die Kinder auch in der Küche. Und dann hängen die halt meistens an mir dran und wollen natürlich auch mit reingucken und tralala. Und dann wollen sie aber irgendwie was von dir, dann musst du irgendein Spielzeug rausgeben, irgendwie noch was anderes für sie tun, dann müssen sie auf Toilette und dann ist halt der Milchreis schon im Arsch. Und deswegen, dass der Thermomix den Milchreis halt komplett selber macht, hat mir eigentlich schon gereicht. Ich koche eigentlich super gerne.
Aber mit den Kindern ist es dann diese extreme Zerrissenheit. Ich möchte gerne was Schönes kochen, aber die Kinder wollen ständig was von ihm, von einem, und dann wird das ein heilloses Chaos meistens bei mir. Und so bei dem Thermomix, der macht Piep, wenn er mit einem Vorgang fertig ist, dann kann ich kommen und was Neues machen, und der kümmert sich. Ich weiß, da bäckt nichts an, da brät nichts an und nichts. Und ich möchte dann aber wirklich auch versuchen, den Thermomix fast ausschließlich zu benutzen. Ich möchte dann auch Brot und Brötchen mit dem Thermomix auch wirklich selber machen. Meine Freundin hat auch Schokopudding selber gemacht mit dem Thermomix. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Und deswegen, ja, ich habe jetzt einen Thermomix bestellt. Der kommt dann in den nächsten Wochen. Und ja. Aber wie gesagt, das ist völlig okay, wenn ihr sagt, das ist viel zu teuer, das braucht man nicht. Ich war halt der Meinung, ich bräuchte das. Also ich meine, Manu hat sich eine Drohne gekauft, braucht auch kein Mensch. Also können wir auch einen Thermomix haben. Ansonsten gibt es, wird es zwei neue Challenges geben. Ich habe ja im letzten Jahr schon ein paar Challenges in meiner Facebook-Gruppe gemacht. Und in diesem Jahr wird es zwei neue jetzt im Februar, März geben. Ich muss jetzt mal auf meinen Spickzettel gucken. Denn es startet mit einer Challenge für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Und da wird es drei Live-Videos in meiner Facebook-Gruppe geben. Die Facebook-Gruppe ist übrigens immer unten in der Infobox verlinkt. Könnt ihr jederzeit beitreten, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, es wird drei Live-Videos geben. Die könnt ihr euch danach noch mehrere Tage anschauen. Ihr müsst da nicht live dabei sein. Und das erste Video wird es schon am 12. Februar geben. Das zweite dann am 14. Februar und das dritte am 17. Februar. Und da werde ich euch so ein paar Tipps, Übungen, Meditationen geben, wie ihr einfach mehr Gelassenheit in eurem Mama-Alltag bekommen könnt. Und die zweite Challenge, die startet im Februar, zieht sich dann so ein bisschen in den März. Und da wird es um das Thema Selbstliebe gehen. Und da habe ich das so aufgebaut, das geht über eine Woche lang. Und da bekommt ihr jede Woche in meinem WhatsApp-Verteiler eine Nachricht zum Thema Selbstliebe. Wer da noch nicht angemeldet ist, macht das super gerne. Ich setze euch den Link dazu auch nochmal unten in die Infobox. Plus zusätzlich zwei Live-Videos dann in der Facebook-Gruppe mit Meditation und Übungen zum Thema Selbstliebe. Und wann die Live-Videos sind, kann ich euch ja schon mal sagen. Dann könnt ihr euch das schon mal in euren Kalender eintragen. Die sind am 28. Februar und am 3. März. Genau, da würde ich mich super freuen, wenn ihr da dabei sein wollt. Könnt ihr euch, wie gesagt, jetzt schon in der Facebook-Gruppe anmelden und bei WhatsApp. Dann verpasst ihr das auf gar keinen Fall. Und kommen wir mal jetzt zu dem Punkt, was ihr denn heute gewinnen könnt. Und zwar ist ja bald Valentinstag. Wir feiern das jetzt als Paar nicht so unbedingt. Aber ich finde, das ist immer so eine schöne Gelegenheit, um sich selbst daran zu erinnern, dass es ganz, ganz viele Menschen in unserem Leben gibt, denen wir einfach mal Danke sagen sollen, dürfen, denen wir dann sagen dürfen, wie toll sie sind und was wir an ihnen mögen, was sie uns geben jeden Tag. Und ich wollte den Tag nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Deswegen könnt ihr heute im Laufe des Tages auf all meinen Plattformen und Erscheinungen teilnehmen. Auf Instagram ist es schon abgelaufen. Nee, auf Instagram nicht, auf WhatsApp ist es schon abgelaufen, während ich dieses Video drehe. Instagram läuft gerade, Facebook kommt heute noch online und dieses Video. Und unter jedem Ding können halt zwei Leute gewinnen. Und zwar die zwei Leute, die die Ersten sind. Wenn ihr also die ersten zwei, die unter diesem Video jetzt dann gleich kommentieren, dass sie eine Karte zum Valentinstag von mir möchten, die bekommen dann auch eine. Das schreibe ich euch an, dann schickt ihr mir einfach eure Adresse zu. Und dann geht's los. Ihr dürft mir natürlich auch super gerne schreiben, weil ihr mich gefragt habt, ob ihr mir denn da auch eine Karte zurückschicken könnt. Ja, super, super gerne. Dann schreibt mir gerne irgendwo hier E-Mail, Instagram, Facebook, WhatsApp, völlig egal. Dann bekommt ihr meine Adresse und dann freue ich mich schon auf eure Valentinstagskarten. Wie gesagt, auf WhatsApp habe ich das heute Morgen schon gemacht und es ist super gut angekommen. Ich hatte erst so gedacht, ob die das gut finden, finden andere Leute es vielleicht total doof, irgendwie noch Postkarten zu bekommen, aber es hat so einen Anklang gefunden, freue ich mich total drüber und dann werde ich das irgendwie sicherlich nochmal machen, weil jetzt ganz viele geschrieben haben, die jetzt natürlich keine Karte bekommen können, weil es wie gesagt überall nur zwei Leute sein können. Deswegen freue ich mich jetzt drauf, bin gespannt, wer die ersten zwei sind, die unter diesem Video kommentieren und freue mich natürlich auch auf alle anderen Kommentare zu den Themen, die ich jetzt in diesem News-Video angesprochen habe. Wünsche euch noch viel Spaß in meinem Videomonat Februar und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!